sind, wie sie sind, sind zur Kenntnis zu nehmen, bedürfen aber natürlich auch einer Interpretation. Was bedeutet denn das? Was hat das für Ursachen und welche Konsequenzen sind daraus abzuleiten? Und ich möchte jetzt an dieser Stelle einige Gedanken, Sie können es sich vielleicht vorstellen, zu der großen Zahl der Ordensfrauen, die hier statistisch abgebildet sind, machen, die nach unserer Erhebung 75 Jahre und älter sind. Natürlich könnte ich sagen, naja, die Ordensfrauen sterben aus, was wird denn schon fehlen? Ich denke, dass der Gesellschaft sehr viel fehlen wird, aber es ist unsere Aufgabe ganz realistisch aus dem Glauben heraus, denn für mich ist Realität die Glaubenswahrheit mit der Wirklichkeit verbunden, auf dieses Bild zu schauen. Und ich darf Ihnen dazu drei Punkte nennen. Wenn ich heute da drauf schaue, wie alt diese Frauen sind, die hier in der großen Statistik mit 75 oder älter angegeben werden, dann sagt mir die Mathematik, das sind Frauen, die vor oder während des Krieges geboren sind. Das heißt, wir haben hier eine Generation von, und ich nenne das jetzt so, von Kriegskindern und Trümmerfrauen. Das sind unsere alten Schwestern. Über Jahrzehnte haben sie gearbeitet, haben sich eingesetzt, haben viel, viel Gutes getan. Und daran schließen sich jetzt für mich zwei weitere Fragen. Wenn ich auf die Statistik schaue, dann kann man natürlich sagen, wo sind denn heute die Jungen, die das tun, was über Jahrzehnte diese Ordensfrauen gemacht haben? Da ist halt vieles auch übergegangen in die Hände von Laien, Nicht-Ordensangehörigen, die aber sehr engagiert im Geist des jeweiligen Ordens versuchen, diese Schulen also weiterzuführen. Es geht ja auch nicht um die Erhaltung der Ordensgemeinschaften. Es geht um den Auftrag Christi, das Evangelium zu verkünden und diesen Auftrag ganz konkret in der Gesellschaft und in der karitativen Tätigkeit umzusetzen. Zugespitzt könnte ich sagen, ja, Gott sei Dank, die Gesellschaft hat von uns Ordensfrauen gelernt, dorthin zu schauen, wo die Not ist und sich um das zu kümmern, worum wir Ordensfrauen uns durch Jahrhunderte gekümmert haben. Um die Kranken, die Alten, die Kleinen, die Benachteiligten, diejenigen, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Wenn die Gesellschaft von uns gelernt hat, dann Gott sei Dank. Wenn Frauen den Ruf verspüren, aus dem Evangelium heraus diesen Dienst zu tun, wunderbar. Es ist aber Sache Gottes, welche Berufungen er uns schenkt. Ich möchte aber diese Pressekonferenz auch noch zu einem Hinweis auf eine ganz besondere Sorge und eine ganz deutliche Frage verwenden. Ich glaube, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass diese Ordensfrauen Jahrzehnte ohne Einkommen gelebt haben. Wer nicht eine offizielle Anstellung, zum Beispiel als Lehrerin hatte, der hat im Gesamtbetrieb mitgearbeitet, wurde vom Gesamtbetrieb getragen. Heute haben praktisch alle Ordensfrauen eine Krankenversicherung, aber sehr viele von denen, die Sie hier in diesem Sektor sehen, haben keine Rente. Denn sie waren nicht ad personam angestellt, sie hatten bestenfalls einen Gestellungsvertrag, brutto für netto an die Kongregation und nicht an die Person. Das heißt, sie haben keinen Rentenanspruch und keinen Anspruch in unserer Gesellschaft auf die sozialen Leistungen, die aus einem Rentenanspruch folgen. Selbst die, die Pension haben, die eine Rente haben, können sich niemals einen Platz im Pflegeheim leisten. Selbst dann nicht, wenn sie Pflegegeld bekommen. Und es ist eine enorme finanzielle Herausforderung an uns als Gemeinschaften, wie wir uns die Altersversorgung unserer Schwestern in Zukunft überhaupt leisten und sie gestalten können. Und es ist schon zu fragen, warum Ordensfrauen, die so viele Jahre ihres Lebens in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben, nicht doch einen Anspruch auf eine Mindestsicherung hätten. Und im Rahmen der Diskussion über den Pflegeregress auch nachzudenken ist, wer kann sich's denn noch leisten? Die einzelne Schwester, die kein Einkommen hat und keine Rente hat, kann sich einen Pflegeplatz nicht leisten.
Es wurde nicht in das System eingezahlt, weil nicht monetär eingezahlt wurde, sondern leistungsmäßig vom Engagement her. Und weil es diese Vorstellung gegeben hat, früher, auch in unseren Ordensgemeinschaften, dass immer jemand da sein wird. Es gab auch die spirituell durchaus fragwürdige Fehlleitung, der liebe Gott wird schon für uns sorgen und das ist sozusagen gegen die Armut, wenn wir selber uns eine Altersvorsorge aufbauen. Ich könnte ich sagen, wenn wir diesen Zettel vor uns haben, na, wir Männer sind noch gut dran. Die Frauen könnten uns leid tun und wir ein bisschen auf die Schultern klopfen, aber dem ist nicht so. Eine ganz kleine Erfahrung von heute Morgen. Ich habe gestern hier angerufen, ich weiß nicht, ob ich pünktlich um 10 Uhr hier sein kann. Ich bin um 4 Minuten vor 10 hier eingetroffen. Warum? Ich lebe in Altenburg. Wir bereiten unser 875-jähriges Jubiläum für nächstes Jahr vor. Und heute früh war ich der Einzige, der noch frei war, um die Morgenmesse, die in jeder Pfarrgemeinde halt da ist und die man nicht einfach ausfallen lassen kann, der dazu seine Bereitschaft erklären konnte. Bis zu 50% aller Pfarrgemeinden sind bereits von Ordensleuten betreut. Sie werden dem Bischof zur Verfügung gestellt. Und auch das ist mit ein Grund, warum die Gemeinschaften dann oft sehr, sehr klein werden und im Kloster solche Notstände auftauchen, wie ich sie gerade erzählt habe. Ich habe gesagt, na, ich muss nach Wien, wir haben eine Pressekonferenz. Und ja, es geht nicht anders. Trotzdem möchte ich sagen, wo unsere Verantwortliche für Archive, Geschichte und Kultur ein Referat gehalten hat und auch einige Zahlen vorgelegt hat, dass es nämlich 1970 noch 14.000 Ordensfrauen in Österreich gegeben hat. Und wenn Sie jetzt auf die Zahlen schaut, ja, es sind wesentlich weniger. Aber sie sagt, kein Grund zur Panik. Nicht alles geht den Bach hinunter, sondern wir nähern uns der Normalität und hat darauf hingewiesen, dass Mitte des 19. Jahrhunderts in Österreich zwischen 500 und 700 Ordensfrauen die Normalität gewesen ist. Und auch die Ordensgemeinschaften der Männer waren nicht ad 1 zu 1 Heiligen Kreuz, sondern ist sehr nüchtern eben in kleineren Zahlen gewesen. Junge Menschen sind nicht dazu da, die Alten zu versorgen. Das ist einmal das Erste. Also es geht nicht darum, dass wir Nachwuchs haben, damit die Alten abgesichert sind. Das wäre ein Gedanke, der ganz weit wegzuweisen wäre. Wenn Gott uns Nachwuchs schenkt, also Menschen beruft in die Gemeinschaft, beruft der Herr sie für den Dienst am Reich Gottes, nicht um die Alten zu versorgen.